Welcome back. I'll do the introduction in English, and then so this talk and the one after that are German talks. These are the two only talks that are in German at this conference. We usually don't encourage German talks, but for the purpose of content, we're doing that this time. So if anyone has specific questions afterwards, we're happy to explain. Okay. Herzlich willkommen zurück. Wir haben über die letzten Jahre immer wieder Feedback bekommen, dass auf der Konferenz relativ wenig über den Verein gesprochen wird und dass relativ wenig erzählt wird, was der Verein macht, worum es geht, warum der Verein existiert und dass das so ein bisschen abgeschoben ist in die Mitgliederversammlung. Und das wollen wir versuchen zu ändern. Dementsprechend habe ich gedacht, ich nehme mal eine 30 Minuten und spreche mit euch über den Verein. Viel davon werden viele vielleicht schon kennen, viele werden es nicht kennen, viele sind neu dabei. Wenn ihr Fragen habt, es darf eine interaktive Session sein, von daher herzlich willkommen, mich zu unterbrechen. Sebastian ist da hinten, wir übertragen es auch im Venue-List, von daher, ich bin mir sicher, jemand schaut auch da in die Q&A-Questions. Feel free, das zu nutzen und dann schauen wir da rein. Was ist der Verein? Der Verein wurde 2017 gegründet als DENOG e.V. Die DENOG an sich existiert schon wesentlich länger, weit über 10 Jahre zurück und hatte auch vorher schon eine ganze Reihe Konferenzen und hat die immer ausgerichtet und es hat relativ gut funktioniert. Was war das Ziel, warum dann jetzt einen Verein gründen? Am Ende des Tages war die DENOG-Konferenz bis zu dem Zeitpunkt abhängig von einem Unternehmen, das großzügigerweise und freundlicherweise die Verantwortung dafür übernommen hat. Es haben sich dann aber eine Reihe Menschen aus der Community zusammengefunden, die gesagt haben, okay, das ist vielleicht nicht das Format, das wir langfristig wollen, unabhängig davon, ob es gut oder schlecht läuft, sondern wir wollten einfach schauen und haben gesagt, okay, wir müssen das auf unabhängige Beine stellen und das Ganze ein bisschen aus der Community für die Community steuern und der Community am Ende des Tages auch eine Möglichkeit geben, das Ganze zu kontrollieren und zu sagen, das funktioniert für uns als Format so oder es funktioniert nicht. Dazu kam, dass das klare Ziel war, die DENOG weiterzuentwickeln und zu sagen, okay, wir wollen über die Konferenz hinausgehen und wir wollen uns mit mehr Themen beschäftigen, wir wollen weiter rausgehen und dafür braucht es einfach einen organisatorischen Body, in dem sich die Community entwickeln kann. Wir sind da relativ klar. Es gibt keine Pflicht, wenn man sich in der DENOG in irgendeiner Art und Weise engagieren möchte, beteiligen möchte oder dergleichen, Mitglied im DENOG e.V. zu sein. Ist für alle Aktivitäten, die die DENOG e.V. macht, die die DENOG macht, ist es keinerlei Grundlage oder zwingende Voraussetzung, dass man Mitglied im e.V. ist. Es gibt eine einzige, oder es gibt zwei, wenn wir ehrlich sind. Das eine ist die Mitgliederversammlung. Das ist nun mal nach deutschem Recht gestaltet. Damit man mit abstimmen darf bei der Wahl, muss man Mitglied im DENOG e.V. sein. Und es gibt die zweite, die Abstimmung über die Jahreskonferenz, über die Stadt der Jahreskonferenz. Auch darüber stimmt die DENOG e.V. und die Mitglieder ab. Wenn wir uns einfach das mal anschauen, die DENOG e.V. ist 2017 gegründet worden mit 101 Gründungsmitgliedern. Und ist heute bei einem Stand von 243 Mitgliedern. Wir können auf der Kurve relativ gut erkennen, wo wir die Covid-Pause gemacht haben. Mitgliedergewinnung hat für uns immer wunderbar funktioniert auf der Konferenz. Wir haben keine In-Person-Konferenz gemacht für 2 Jahre. Dementsprechend war der Weg relativ flat. Wir hoffen, dass es mit der On-Site-Konferenz hier jetzt wieder vorangeht. Sind heute bei 243, also mehr als verdoppelt. Wir haben 19 Fördermitglieder, Stand heute, die aus rein ideellem Grund die DENOG unterstützen. Einmal die 19 aufgeführt hier. Es ist eine große Hilfe für die Unabhängigkeit der DENOG, weil das führt dazu, dass die DENOG einen finanziellen Rahmen hat, aus dem sie schöpfen kann, der in keinster Art und Weise gebunden ist an Bedingungen, an Sponsoring oder dergleichen, sondern das sind finanzielle Mittel, aus denen wir einfach schöpfen können. Dafür an alle Fördermitglieder recht herzlichen Dank. Wie werde ich Mitglied? Die Standardmitgliedschaft in der DENOG kostet 30 Euro im Jahr. Oder um es mal auf das passende Subscription-Model hier runterzubrechen, das sind 2,50 Euro im Monat.
mit einer Jahresmitgliedschaft. Das ist also nicht wirklich viel. Das sorgt auch nicht dafür, dass die Finanzierung daraus entsteht. Ich komme da gleich noch drauf. Warum brauchen wir diese Mitgliedschaft? Ich habe das schon kurz angesprochen. Ein eingetragener Verein in Deutschland sorgt dafür, dass einfach Rechtssicherheit geschaffen wird. Es stellt klar und es stellt sicher, dass die Community selbstständig bestimmen kann, dass sie unabhängig bestimmen kann und dass sie ein Kontrolle und ein Wahlrecht hat. Wenn ihr vollständig unzufrieden mit mir seid oder aber vollständig unzufrieden mit dem gesamten Board oder auch vollständig unzufrieden mit allen, die an der Orga beteiligt waren, habt ihr als DNOG-Members das vollständige Recht, uns jederzeit abzuwählen und dann in der Mitgliederversammlung die Richtung, in die eine DNOG gehen soll, komplett anders zu gestalten. Das ist uns wichtig. Wie kann man DNOG-Mitglied werden? Zwei Möglichkeiten. Ihr sprecht uns hier an. Wir haben Formulare dabei. Ihr könnt direkt hier Mitglied werden. Oder aber, wenn ihr den digitalen Weg gehen wollt, auf der dnog.de. Ich habe einen Screenshot gemacht auf der rechten Seite. Es sieht exakt so aus. Ihr müsst nur draufklicken, könnt das Formular online ausfüllen, könnt Mitglieder werden und könnt, wenn ihr Mitglied werdet, noch dieses Mal bei der Mitgliederversammlung mitbestimmen. Die ist am Mittwoch im Anschluss an die Konferenz. Wir haben Fördermitgliedschaften für Unternehmen, gerade schon gesehen. Die starten bei größer gleich 500 Euro im Jahr. Wir haben so ein Basiseintrittslevel gelegt. Das funktioniert ganz gut. Die Idee und warum machen Unternehmen das, ist wirklich die ideelle Förderung der DNOG. Die stehen dahinter, finden es gut, wollen das Thema unterstützen, wollen die Unabhängigkeit der Community und den Body unterstützen und natürlich bekommen sie ein Stück weit auch Präsenz in der Community dadurch. Wenn ihr oder euer Unternehmen interessiert daran seid, wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr Hintergründe braucht, um das bei euch im Unternehmen durchzusetzen, sprecht uns einfach an. Ansonsten der Weg ist der gleiche. dnog.de. Auf der rechten Seite oben findet ihr die Formulare, um Fördermitglied zu werden. Wir freuen uns sehr. Einfach um so ein bisschen einen Eindruck zu vermitteln, wie passt es ins Verhältnis finanziell, und ich verspreche, das ist die einzige Finanzslide, die ich habe in der Präsentation. Aber ich finde es immer ganz spannend zu sehen, wie die Ausgestaltung ist. Wenn wir uns anschauen, woher kommen die Einnahmen der DNOG e.V., sind wir so bei 10% heute aus Mitgliedern und Fördermitgliedern. Und der Rest, das macht die Konferenz. Das heißt, für uns ist die Konferenz relativ wichtig, um aufs gesamte Jahr gesehen sämtliche Aktivitäten, die eine DNOG e.V. drumherum macht, finanzieren zu können. Wir sind aber auch da am Wachsen. Also der Mitgliederteil lag vor langem noch bei ungefähr nur 5%, und wir versuchen das sukzessive auszubauen, damit der Verein deutlich mehr Unabhängigkeit hat. Der entscheidende Teil für uns, und das ist das rechte Diagramm, das grün-gelbe, ist die Ausgaben ohne die Konferenz. Am Ende des Tages soll die Konferenz sich selber tragen. Die Konferenz soll einen Überschuss erwirtschaften, mit dem wir irgendwie die restlichen Veranstaltungen und Dinge, die wir für den Verein machen und für die Mitglieder und die Community machen, durchs Jahr finanzieren können. Aber unser Ziel ist es, dass die Aktivitäten, die außerhalb der Konferenz stattfinden, zu einem großen Teil von den Mitgliedern finanziert werden, damit wir auch da nochmal eine Säule der Unabhängigkeit von der Konferenz reinbauen, sodass wir sagen, auch wenn die Konferenz den Überschuss nicht mehr erwirtschaftet, können wir den Rest trotzdem noch machen. Ja, und da sind wir heute, weil wir sind noch nicht ganz bei 50-50, aber wir sind auf einem guten Weg für Ausgaben, die nicht die Konferenz betreffen, sondern nur alle Aktivitäten des DNOG drumherum. Zur Info für die, die es nicht wissen, der Vorstand besteht heute aus 6 Personen. Annika, Arnold, Fiona, Florian, Moritz und ich. Wir sind alle hier, wir sind alle auf der Konferenz. Wir sind alle ansprechbar, wenn ihr Fragen zum Verein habt, Interesse habt, euch beteiligen möchtet, wie auch immer, sprecht uns jederzeit an. Gerne auch für Beschwerden, Probleme oder alles andere. Wie setzt sich der Vorstand zusammen? Der Vorstand wird auf 2 Jahre von der Mitgliederversammlung gewählt. Wir iterieren, das heißt 50% des Vorstandes werden jeweils jährlich neu gewählt, sodass wir nicht jedes in die Situation kommen, dass wir einen völlig neuen Vorstand irgendwo haben, der komplett neu eingearbeitet werden muss. Wie kann ich mich beteiligen, wenn ich möchte? Ich möchte ganz klar sagen, dass das nicht der einzige Weg ist, den ich hier aufzeige, aber ich zeige 2 Wege auf, die wir uns überlegt haben, wie man in die Community reinkommen möchte.
Ja, das ist ein durchlässiges System, ich kann auch ganz rechts einsteigen. Wer möchte, kann gerne am Mittwoch direkt für den Vorstand kandidieren und am Dienstag vorher Mitglied im Verein werden. Das, was das typische System ist oder was der typische Track ist, den wir gesehen haben über die letzten Jahre, ist, die Leute steigen ganz klassisch als Engel ein, helfen so ein bisschen auf der Konferenz mit, helfen ein bisschen in der Orga mit, helfen ein bisschen bei irgendwelchen Meetups mit, steigen dann in eine Working Group ein, entweder die Orga Working Group ins PC, in den Videobereich oder in andere Bereiche, machen da ein bisschen mit, lernen dort, kommen mehr und mehr ins Vereinsleben rein und wer dann Interesse hat, entwickelt sich weiter und kommt in den Vorstand. Wie gesagt, das ist ein völlig durchlässiges System. Jeder kann an jeder Stelle rein, wie er möchte. Aber das ist so ein bisschen der Onboarding-Track, den wir uns überlegt haben, wenn man von vorne einsteigen möchte. Das Gleiche auf dem Speaker-Level. Wir versuchen aktiv und wirklich mit viel Power neue Speaker in die Community zu bekommen. Wir wollen, dass junge, neue Leute, die noch nirgendwo gesprochen haben, die den auch nutzen können, um sich auszuprobieren, um zu lernen. Dafür haben wir das Meetup-Konzept, ich spreche gleich noch ein bisschen drüber, wo der Einstieg relativ easy ist. Das sind ein, zwei Talks, das ist eine viel kleinere Audience, es ist keine beleuchtete Showbühne und das, der Aufwand ist deutlich geringer. Und der klassische Track ist, ich gehe zu einem Meetup, probiere mich da mal aus, mache die ersten Vorträge, komme dann mit einem Lightning Talk zur Konferenz und gehe dann irgendwann mit einem 30-Minuten-Slot rein. Again, auch das ist vollkommen durchlässig. Jeder ist herzlich willkommen, Vorträge für die 30-Minuten-Slots direkt einzureichen. Es ist nur so ein bisschen unsere Idee von, hey, so könnte das sein, wenn ihr eine Anregung braucht. Wir werden zwei Dinge in 2023 neu machen zum Thema sich beteiligen. Wir werden Working Group und aktiven Tage, der Titel ist noch nicht final, ich bin noch nicht 100% glücklich damit, aber ich glaube, es sagt den Content einigermaßen aus. Also die in Working Groups arbeiten, Leute, die sich neu beteiligen möchten, Leute, die sich aktiv in den Verein oder in die Community einbringen möchten, dafür werden wir eine Veranstaltung machen, die wirklich nicht als Konferenzevent gedacht ist, sondern als Breakout-Session, Working Groups, wir diskutieren Dinge, wir überlegen uns, wie wir die Community weiterentwickeln können und wollen das regelmäßig stattfinden lassen. Ziel ist so April, Mai, damit wir ein bisschen alternierend sind zur Konferenz und dann wollen wir langfristig genau diesen Teil auch in die Konferenz integrieren. Das heißt, wir haben es dann immer so April, Mai und November. Für das gesamte Jahr, wir machen natürlich nicht nur was auf den Veranstaltungen, gibt es die Mailinglisten und die regelmäßigen Video-Meetings der individuellen Working Groups. Soweit erstmal Fragen. Anmerkungen. Ich sehe niemanden, der Tomaten rausholt. Das ist Hamburg. Backsteine wäre wahrscheinlich richtiger, aber... Es ist okay, aber nicht das Klaviertreffen. Also. Gut, ich rede ein bisschen darüber, was der Verein 2023 plant und dann schauen wir mal, ob noch Fragen da sind. Ja, und das ist ein Überblick, sehr holistisch, auf was wir uns vorstellen, wo wir hinwollen, wofür wir Budget, Zeit und dergleichen eingeplant haben. Es sind 7 wesentliche Dinge für 2023. Logischerweise, wir wollen auch in 2023 wieder eine Konferenz machen, DENOC 15. Wir wollen mit den Meetups vorangehen und noch viele weitere Themen. Ich gehe mal kurz rein. Also, 2023, eine von den Mitgliedern gewählte Stadt. Für alle, die zum ersten Mal hier sind, im Closing morgen werden wir bekannt geben, in welche Stadt wir gehen. Die Mitglieder haben gewählt und dann wird der spannende Teil dabei rauskommen. Für 2023 nochmal ganz klar, wir wollen nochmal stärker in die Workshop-Tage gehen, wir wollen nochmal stärker Studenten- und Research-Communities einbinden und wir wollen nochmal mehr das Feld aufmachen und die Möglichkeiten bieten für Nachwuchs-Basics-Talks für neue Mitglieder, die in die Community reinkommen. Das Ziel bleibt auch 2023, dass die Konferenz einen positiven Überschuss erwirtschaften soll, damit wir den Rest des Jahres daraus finanzieren können. Das Thema Meetups ist in den letzten 3 Jahren bedauerlicherweise extrem kurz gekommen.
Wir waren auf einem richtig guten Weg Ende 2019. Wir hatten ein Konzept, wir haben es das erste Mal in Berlin durchgezogen. Es war fantastisch, wir hatten alle Spaß. Wir hatten für 2020, ich glaube, schon 5 oder 6 Meetups geplant in ganz Deutschland. Aus irgendeinem Grund haben wir es dann nicht gemacht. Ich weiß auch nicht, irgendwas mit, ich war zu Hause, konnte nicht mehr aus dem Haus, hatte keine Lust, irgendwie so. Und Remote Office war ganz nett. Vielleicht war es auch die Corona-Krise. Wir wollen zurück zu dem Thema. Wir glauben fest daran, dass die Konferenz nicht das Einstiegslevel sein kann. Es ist toll, es ist fantastisch, dass wir ein ausverkauftes Haus mit 350 Leuten hier haben. Aber für viele ist das eine hohe Barriere. Für viele ist es schwierig, mehrere Tage zu reisen, im Unternehmen Übernachtungskosten zu beantragen, Reisekosten zu beantragen und das zu stemmen. Und die wollen wir einfach abholen und wollen hingehen und sagen, wir machen Meetups in regelmäßigen Abständen über das Jahr verteilt in den größeren Städten Deutschlands. Das Konzept sieht so aus, dass wir 1 bis 2 Vorträge am Abend normalerweise haben und dann im Anschluss eine Networking-Veranstaltung daraus machen. Das hilft, die Leute lernen die Ideen auch kennen, die lernen die lokale Community kennen und wer Interesse hat, kann dann darüber den Einstieg in die anderen Sachen der DENOC finden. Wir wollen das in 2023 wieder anfangen. Wir sind darauf angewiesen, dass wir lokale Hosts haben. Wer also bei sich schöne Vortragsräume hat, interessante Vortragsräume, größere Vortragsräume für 40, 50, 60 Personen so die Ecke und sagt, ja, mein Unternehmen macht das mit, wenn wir bei uns irgendwie ein Meetup ausrichten, sprecht uns an, schreibt uns eine Mail auf der event@denoc.com. Mailingliste oder sprecht uns hier auf der Veranstaltung an. Wir suchen aktiv Hosts, die Interesse daran haben. Unser Feedback von den bisherigen war ganz klar, dass das für sie gut funktioniert hat und dass es eine super Präsenz des Unternehmens in der Community, gerade in der lokalen war und auch für die Mitarbeitersuche super interessant ist, weil man kann sich als Unternehmen völlig in einem komplett ungezwungenen Rahmen den lokalen Fachkräften präsentieren und zeigen. Ganz klar nur vorneweg, wir akzeptieren keine Sponsor-Talks, auch nicht bei Meetups. Das heißt, die Bedingung ist, ich stelle die Location, ich darf ein bisschen drumherum zeigen, wer ich bin und ich darf als Host Hallo sagen, aber ich darf nicht die 15 Minuten Marketing-Präsentation rausholen und erzählen, warum mein Produkt das Beste ist und alle anderen Scheiße schlecht. Zusätzlich dazu haben wir Leadership-Meetups eingeführt, weil wir einfach uns ein bisschen dem Thema, wie komme ich aus dem IC-Track in den Manager-Track rein und ich will gar nicht so viel drauf eingehen, weil der Talk nach mir da relativ viel drauf eingeht, aber auch den werden wir beibehalten, den allerdings in Zukunft auch weiterhin remote. Wir haben ein Outreach-Programm für University und Research, wo wir Studenten und Research-Teams unterstützen und funden, wenn sie zu DENOC kommen möchten und es sich sonst nicht leisten können. Wir verbinden das nicht zwingend mit Talks, das ist keine Verpflichtung, wir encouragen es nur. Von daher, wenn ihr Leute kennt, die gerne kommen wollen, kommen Sie rein, die Interesse hätten, die es sich nur nicht leisten können, immer mal her damit, wir haben dafür einen Förderungspool, der genau das anbietet. Das Gleiche fürs Thema Diversity. Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir immer mehr Fortschritt beim Diversity-Thema machen, dass wir immer mehr Leute auf die Konferenz bekommen, dass wir bunter, vielfältiger, interessanter werden. Wir wollen da noch weiter. Wir wollen viele ansprechen. Wir wollen jedem die Möglichkeit geben, auf die Konferenz zu kommen und sich in dem Thema mit uns zu unterhalten und wollen das völlig unabhängig von jeglicher Ausrichtung, Gender, Interessen oder dergleichen. Und dementsprechend auch da haben wir ein Outreach-Programm, das in beide Richtungen geht. Zum einen, wir fördern und wir unterstützen. Wer da Probleme hat, auf die Konferenz zu kommen, kann uns gerne ansprechen. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch rausgehen und ganz klar die DENOC als offene Inclusive Community in anderen Veranstaltungen vorstellen. Wir haben ein Public Outreach-Programm, wo wir stark die Webseite nochmal überarbeiten müssen. Ich glaube, das ist ein Zustand, mit dem wir alle nicht glücklich sind, wo wir reingehen wollen und wo wir auch immer noch daran arbeiten, regelmäßige Blogs aus der Community zu bekommen.
Und wir sind relativ stark im internationalen Bereich unterwegs, wo wir im Fokus der RIPE-Community jetzt seit Jahren schon einen internationalen Austausch und eine Zusammenarbeit der unterschiedlichen NOCs auf die Beine gestellt haben und da auch innerhalb der RIPE-Community und der internationalen Community Anlaufpunkte schaffen für neue NOCs, denen helfen, sich weiterzuentwickeln, denen mit unserem Feedback und unserem Input, das wir über die letzten Jahre gesammelt haben, versuchen zu unterstützen und da einfach ein Austausch stattfindet. Wir haben viele Kollegen von anderen NOCs hier, das freut mich besonders. Ich vermute, sie sitzen nicht in diesem Talk, weil der ist auf Deutsch. Genau. Dann haben wir einen in 2022 neu geschaffenen Community Project Fund. Die Idee dahinter war, dass wir gesagt haben, wir wollen Open Source Communities, die in irgendeiner Art und Weise gemeinschaftlich an Open Source arbeiten, dass eine Ausrichtung, einen Fokus oder ein Interesse in die halbwegs die Richtung der NOC Community hat, unterstützen. Wir haben nicht den finanziellen Rahmen, wie es andere Communities haben, wo wir Hunderttausende von Euros zur Verfügung stellen können, damit wir Softwareentwickler bezahlen können oder dergleichen. Und das ist auch nicht die Idee und das ist nicht der Intent, der hinter einer DNOC steckt. Aber das, was wir gesagt haben, was uns wichtig ist, ist, es gibt regelmäßig die Situation, dass die Leute sich mal gerne treffen würden, dass sie mal ein Wochenende zusammen verbringen, um dann wirklich was auf die Reihe zu kriegen, woran man dann übers Jahr weiter arbeiten kann. Dafür haben wir einen Project Fund für Hackathons und Ähnliches geschaffen, wo wir sagen, wir unterstützen das, wenn ein gutes Ziel, wenn ein Konzept hintersteckt, sprecht uns einfach an und dann supporten und funden wir das. Bisschen mit der Hoffnung verbunden, dass dann was dabei rauskommt und im Best Case das Ganze auch noch auf einem Meetup oder auf einer Konferenz vorgestellt wird. Aber das ist keine zwingende Bedingung. Und dann ist der letzte Punkt, glaube ich, auch, wir versuchen die Konferenzplanung immer so ein bisschen jetzt zu shiften und versuchen immer früher anzufangen, damit wir Planungssicherheit schaffen. Wir haben ein Vergabekonzept, nachdem die Community auswählt, in welchen Städten die Konferenz stattfindet. Für 2023 ist schon vergeben, für 2024 werden wir wieder daran arbeiten. Das heißt, in Q1 2023 hat die Community ein Vorschlagsverfahren, in dem jeder Städte vorschlagen kann. Wir hatten dieses Jahr einen relativ bunten Blumenstrauß. Ich glaube, es waren 12 Städte in der ersten Runde drin. Da kann jeder seine eigene Stadt oder eine interessante Stadt vorschlagen. Und dann wählen wir in 1 bis 2 Runden, in welche Stadt wir in 2024 gehen. Und das wäre es von meiner Seite. Fragen, Anmerkungen? Hi, Christa Dickhoff. Frage von mir, Punkt 4, DMG4, Diversity, Vielfalt, Offenheit. Warum haben wir die Nennung auf der teilnehmenden Liste enforced bei dem Event? Ich kenne das aus vielen Konferenzkontexten, dass ich die Wahlfreiheit habe, ob ich öffentlich genannt werden möchte oder nicht. Warum haben wir das nicht gemacht? Weil nicht jeder möchte unbedingt oder kann auf dieser Liste auftauchen. Ist ein fairer Punkt. Wir haben darüber, ich glaube, vor 2 Jahren mal ausführlich diskutiert und haben an der Stelle entschieden, das zu tun, weil wir mehr Benefit als Downside gesehen haben für alle, die teilnehmen und sich dann anschauen können, wer dabei ist. Wenn es ein Punkt ist, den wir neu diskutieren sollen, können wir den gerne neu diskutieren. Also es war eine Diskussion, die wir vor, ich glaube, in dem 2019 vor Corona gehabt haben und dann eine Entscheidung getroffen haben in der Event-Orga. Wenn das ein Thema ist, würde ich vorschlagen, wir nehmen es in den Fragebogen zur Konferenz auf, sodass wir Feedback sammeln von allen und dann diskutieren wir es neu. Danke für die Anmerkung. Weitere Fragen? Anmerkung? Auch im Chat sind keine. Gut, dann war es das von meiner Seite. Dann geht's, ich glaube, in 4 Minuten weiter. Vielen Dank, danke euch.